Diefenbach ist... Die korrupten Schweine! Hat sich der Herr Erler wieder mal über die lange Bearbeitungsdauer aufgeregt? Geben Sie mir bitte alle Unterlagen, dann mache ich mir lieber selbst ein Bild. Ich bringe es in Ordnung. Ich kann das regeln. Geben Sie mir einfach die Unterlagen. Hey, aber klar doch, mein lieber Schatz. Der Papa kommt diesmal ganz bestimmt. Versprochen. Ja? Ein großes Geschenk. Ja, ich bring dir eins mit. Ein riesiges. Ich habe auch Sehnsucht, mein Schatz. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich... Ihr Guthaben ist aufgebraucht. Bitte laden Sie Ihren... Tanja, was willst du? Ich bin gar nicht in Frankfurt. Heute nicht. Tanja, ich muss jetzt Schluss machen. Wir waren verabredet. Als ich diesen Mann sah, da war mir sofort klar, dass was passiert sein muss. Wir haben den Feuerwehrbus an der Kleingartenkolonie Sonnenscheingefahr gefunden. Verstanden. Sie haben den gesuchten VW-Bus an der Kleingartenkolonie Sonnenschein vorgefunden. Bei seiner Festnahme hat er erheblichen Widerstand geleistet. Ein kaltblütiger Mörder auf der Flucht. Wo wollten Sie denn hin, Herr Erler? Nach Australien? Zu Ihrer Ex-Frau und Ihrer Tochter? Als Sozialhilfeempfänger? Ganz ohne Geld? Heben Sie sich Ihre fragwürdigen Anschuldigungen auf, bis der Richter da ist. Im Übrigen hat der soziale Status meines Mandanten nichts mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu tun. Und von Flucht zu reden, ist ja wohl reichlich übertrieben. Ja, gut. Dann will ich Ihnen einen kleinen Film nicht vorenthalten, damit Sie sehen, mit wem Sie es hier zu tun haben. So ein Vermittlungsgespräch in einem deutschen Jobcenter aus? Hören Sie, der Vorfall liegt 10 Tage zurück. Ein Mandant hat Hausverbot bekommen und das Jobcenter seitdem nicht mehr betreten. Also was soll das? Fest steht, Ihr Herr Erler hat einen Privatkrieg gegen das Jobcenter geführt. Und als er damit gescheitert ist, hat er einen Blitzableiter gesucht. Frau Diefenbach, die er als Geschäftsführerin für seine soziale Misere verantwortlich gemacht hat. So ist es doch gewesen. Aber schauen Sie bitte weiter. Die fand man in der Gartenlaube ihres Mandanten. Das ist kaltblütig vorbereitet. Die Tötung war von langer Hand geplant. Er hat sein Opfer heimlich ausspioniert. Langsam. An der Kleidung Erlers fanden sich eindeutige Blutspuren. Und der Ehemann des Opfers hat ihren Mandanten vom Tatort flüchten sehen. Und hat natürlich die Polizei gerufen. Moment, der Ehemann war auch am Tatort? So ein Zufall. Dr. Diefenbach ist über jeden Zweifel erhaben. Ist er das?
Ich kenne ihn persönlich. Herr Staatsanwalt, das freut mich für Sie und auch für ihn. Aber es tut inhaltlich nichts zur Sache. Wollen Sie nicht auch mal was dazu sagen? Warten Sie, bis der Richter da ist. Sozialhilfeempfänger, Asi, Mörder. Das glauben Sie doch. Der hat mich doch schon längst verurteilt. Diefenbach über jeden Zweifel erhaben. Klar, für Sie bin ich schuldig. Danke, meine Herren, dass Sie gewartet haben. Hier geht's ja schon zur Sache, wie ich sehe. Also, dann schauen wir mal. Was haben wir? Antrag auf Erteilung eines Haftbefehls für Herrn Erler. Sie sind Herr Erler? Dann wollen wir. Herr Staatsanwalt, was haben wir? Kopf hoch, Herr Erler. Untersuchungshaft bedeutet nicht automatisch, dass man Sie für schuldig hält. Bei der Schwere der Tat konnte der Ermittlungsrichter gar nicht anders. Über den Jogger, den ich im Park gesehen habe, wurde kein Wort verloren. Welchen Jogger? Das habe ich dem Kommissar doch schon erzählt. Aber das interessiert natürlich keinen. Verstehen Sie? Klappe zu, Affe tot. Wir reden später weiter. Ah, der Herr Staatsanwalt. Vor dem Gesetz sind alle gleich. So steht's doch geschrieben. Das gilt aber nicht für Leute wie mich. Gerechtigkeit. Ha! Die gibt's vorzugsweise für Bekannte des Staatsanwalts. Ja, die Ermittlung, sagt er. Danke. Na, viel Spaß mit dem hier. Herr Kollege. Danke, dass du mich abholst. Toll. Euer Mann, man wird ja nicht jeden Tag Doktor. Stimmt. Frau Dr. Agnieszka, auf dich. Genau, auf mich. Und jetzt willst du wirklich nach Polen? Ja, wollen. Aber das war von Anfang an der Plan. Man kann Pläne ja auch ändern. Ja, sicher. Es wusste ja keiner, wie gut es hier wird in Frankfurt. Weißt du? Und meine Eltern. Außerdem habe ich da schon einen Job. Wann hast du dich da eigentlich beworben? Das ist schon ewig her. Und die halten mir die ganze Zeit schon den Platz frei. Markus. Martin Erler. Und wo ist diese Kleingartenkolonie? Nee, die finde ich. Okay. Bis später. Schon okay. Ich komme mit dem Taxi nach. Wir sehen uns ja später. Tschüss. Zusammen. Mein lieber Papa, wann besuchst du mich endlich? Schön. Die Tiefenbach kam mir blutüberströmt entgegen. Sie wollte sich an mir festhalten. Dann bin ich weggerannt. Aber warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Ich war in Panik. Und dann die Sache mit meinem Ausraster im Jobcenter. Nee. Erst in meiner Laube habe ich gemerkt, dass das ein Fehler war. Hey, Schmierfink! Was hast du hier rumzuschnüffeln? Raus! Habt ihr nicht schon genug Lügen verbreitet in eurem Drecksblatt? Ich bin nicht von der Presse, wenn Sie das meinen. Und was hast du dann hier zu suchen? Entschuldigung, hat Martin denn nichts von mir erzählt? Nee, was hätte er denn erzählen sollen? Also, ich bin der Josef. Martin hat mir diese Laube zum Kauf angeboten. Wir kennen uns aus dem Jobcenter. Wo willst du denn Geld für eine Laube herhaben, wenn du selber beim Jobcenter warst? Erstens habe ich wieder einen Job und zweitens kann ich mit Geld umgehen. Ja, ist ja in Ordnung. Aber seitdem Sie den Martin verhaftet haben, geht's hier drunter und drüber. Diese Pressegeier waren überall. Martin verhaftet? Was ist denn passiert? Naja, das mit dem Erler ist eine lange Geschichte.
Aber prima, dass sie ihm die Laube abkaufen. Da kann er endlich seine Tochter besuchen, wenn er wieder draußen ist. Ja, ja, das war ein schwerer Schlag. Und wenn Vater seine Tochter nicht sehen kann, das ist schon hart, Mann. Glaub ich. Na gut, ich will mal wieder weiter. Ich muss noch den Bulli sauber machen. Ich hab schon gesehen. Kleine Offroad-Tour gemacht. Nee, nicht ich. Martin war irgendwo. Ich leih ihm die Kiste halt hin und wieder. Ah ja, und wenn Sie mal Lust auf ein kühles Bier haben, ich bin gleich nebenan. Danke, okay. Frau Diefenbach aufgelauert haben. Meine Sachbearbeiterin Bölke heißt die. Die meinte, dass ihre Chefin die Auszahlung verzögere. Meine Unterlagen seien nicht vollständig. Aber dann hat es doch einen Grund. Nein, verdammt nochmal! Die hatten und haben alle Unterlagen. Alle! Die wollten mir mein Geld vorenthalten. Die Bölke hat mich an die Diefenbach an die Bölke verwiesen. Die reine Schikane. Die machen sich einen Spaß daraus, uns unten zu halten. Wie es unser einen dabei geht. Interessiert Leute wie die Diefenbach so viel, so viel. Das ist ja klar. Sie ist ja auch mit einem millionenschweren Schönheitschirurgen verheiratet. Moment mal. Moment mal. Das lasse ich mir nicht bieten. Warum soll ich zahlen? Meine Frau ist tot. Was wollen Sie noch von mir? Ich habe nichts mehr. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Meine Frau ist tot. Dann musste ich in die Laube ziehen. Kein Telefon. Nicht mal ein richtiges Klo. Ihr habt ja alle keine Ahnung, wie das ist ohne Geld. Ich kann Ihre Wut darüber nachvollziehen. Ach ja? Ich war nicht immer so runter wie jetzt. Ich hatte mal eine richtige Familie. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Dann ist meine Frau mit Lilly weggezogen. Ihre Tochter? Ja. Lilly. Ich will sie doch einfach nur sehen. Aber wissen Sie, was ein Ticket nach Australien kostet? Nicht billig. Unbezahlbar. Für mich jedenfalls. Ich wollte doch nur... Was wollten Sie? In 3 Wochen wird Lilly 10. Sie haben ausgesagt, Sie hätten Frau Diefenbach zufällig im Park getroffen. Ich war spazieren. Und dafür leihen Sie sich den Bulli Ihres Nachbarn aus? Ich habe kein Geld für den Bus. Und warum haben Sie diese Fotos gemacht? Als Ihr Strafverteidiger sollte ich den Grund wissen. Würde ich Ihnen die Wahrheit erzählen, würden Sie sie mir eh nicht glauben. Ich bin auf Ihrer Seite, Herr Erler. Sie sollten es auf einen Versuch ankommen lassen. Für Sie bin ich doch nur ein Pflichtmandat. Sie mussten meinen Fall übernehmen. Und deswegen glauben Sie, ich mache meine Arbeit nicht richtig? Sie kriegen Ihre Kohle, egal wie der Prozess ausgeht. Ich sage nichts mehr. Ich frage mich, warum Herr Erler dazu partout nichts sagen will. Dem steht das Wasser Oberkante Unterlippe. Allein die Rechnungen und wie der haust. Schau mal. Die Fotos sind für die Staatsanwaltschaft der Beweis für eine kaltblütige und geplante Tat. Haben Sie hier an Frau Diefenbach öfter im Park getroffen? Ja, fast regelmäßig. Die haben sich mal zum Mittagessen verabredet. Und im Sommer auch im Park. Das hat laut Akte eine Frau Bölke bestätigt. Die hat auch Frau Diefenbach als letzte lebend gesehen.
Simone Bölke? Ja, warum? Ihren Namen habe ich in Erlers Laube auf einem Notizzettel gefunden. In einem Ordner. Da ging es um verzögerte Auszahlungen oder sowas. Ja, sie ist Erlers Vermittlerin. Aber warum hat er dann nicht sie erledigt, sondern die Diefenbach? Vielleicht, weil sie ihm gesagt hat, dass die Entscheidung allein bei Frau Diefenbach lag. Also, wenn die Leute vom Jobcenter daran schuld sind, dass Erler sein Geld nicht bekommen hat oder verspätet bekommen hat, dann werde ich seine emotionale Ausnahmesituation hervorheben. Seine Verzweiflung. Vielleicht hilft das was. Dann werde ich mich doch mal bei dem Arbeitsamt umsehen. Das heißt jetzt Jobcenter. Dann eben dort. Ein Glück, dass ich da nicht hin muss. Dafür hast du ja mich, wenn du Geld oder einen Job brauchst. Stimmt. Beruhigt auch kolossal. Könnte aber etwas mehr sein. Ich brauche aber den Generalschlüssel. Den haben Sie doch, oder? Ja, ja. Sieh mal was. Der Hausmeister Schneider, wann ist denn der wieder im Haus? Hat sich nicht bei mir abgemeldet. Der soll mich anrufen. Ich brauche dringend Unterlagen aus Frau Diefenbachs Büro. Kapiert? Ja. Ich bin jetzt mal kurz aus dem Haus. Mahlzeit, Frau Bölke. Was gibt's? Markus, diese Bölke, die ist wirklich nicht ganz sauber. Zuerst waren wir im Spielcasino in Wiesbaden, da steht sie aber auf der Sperrliste. Ach nein, Spielsucht? So wird es wohl sein. Und dann waren wir noch in 5 weiteren Spielhallen. Und wo seid ihr jetzt? In Nummer 6. Tja, dafür braucht sie Geld. Reichlich Geld. Und das hat sie sich dann abgezweigt. Was hast du denn jetzt vor? Jetzt, wo sie so schön beschäftigt ist, werde ich mich mal in Ruhe im Jobcenter umsehen. Verstehe. Ja, und wann kann ich die Sterbeurkunde abholen? Es ist sehr eilig. Ja? Danke. Tanja, was willst du hier? Niemand. Kann nur die Putzkolonne gewesen sein. Aha. Ich brauche ja nur ein paar Akten. Was? Ich wäre dann fertig. Danke. Thank you.
Moment mal kurz den Schläger haben. Hier ist was ins Wasser gefallen. Ja. Danke. Staatsanwalt will Sie sprechen. Wie? Jetzt? Ja, bitte kommen Sie. Und mein Anwalt? Christine, ich brauche Ihre Hilfe. Wie bitte? Sind Sie gut im Puzzeln? Wie? Diese Fetzen hier müssten mal zusammengesetzt werden. Was ist das denn? Beweismittel. Das ist aber ganz schön nass, Ihre Beweismittel. Die habe ich aus einem Teich gefischt. Kann dauern. Bei Ihrem feinen Gefühl schaffen Sie das schon. Wo ist denn der Chef? Der muss in die U-Haft. Bei diesem Dr. Diefenbach lässt sich ja halb Frankfurt lüften, ne? Na, sagen wir mal, wer das Geld dafür hat. Das Geld, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Der Erler wollte sich das Geld anders beschaffen. Sie schaffen das ohne mich, ja? Vielen Dank. Erler, abstreiten macht doch keinen Sinn. Sie haben zugeschlagen, jetzt geben Sie es doch endlich zu. Sie vernehmen meinen Mandanten, ohne auf mich zu warten? Dr. Lessing. Ich habe hier lediglich nur kurz eine Plauderei bekommen. Ich glaube, du hast uns berichtet. Wenn Sie den gelesen haben, dann werden Sie meine Eile verstehen. Frau Diefenbach starb an den Folgen einer Hirnblutung, die durch Schläge ins Gesicht ausgelöst wurden. Wenn ich mich recht entsinne, da wurde doch an den Händen Ihres Mandanten eine Abschürfung gefunden. Das müsste Ihnen doch bekannt sein. Ja. Gibt es denn schon Ergebnisse von der DNA-Analyse? Es dauert noch. Deshalb dürften Sie doch nichts einzuwenden haben, wenn ich Ihren Mandanten nur mal kurz entführe für eine Röntgenaufnahme an ein CT seiner Hände. Müsste ja auch in Ihrem Interesse sein, dass wir zweifelsfrei feststellen, ob wir Verletzungen finden, er zugeschlagen hat oder nicht. Wieso fragen Sie überhaupt? Ich könnte Sie nicht daran hindern. Stimmt. Du warst gestern doch in Frankfurt. Was hättest du mir sagen können? Sowas kränkt mich einfach. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Lars, das habe ich nicht verdient. Uta und ich, wir waren doch sowas wie Freunde. Ich wollte dich trösten, das ist alles. Danke, ich brauche deinen Trost nicht. Jetzt lass mich in Ruhe. Lars, bitte, bitte. Lass mich nicht an. Die Vermessungsgeräte gehören alle mir, hatte ich ihm ausgeliehen. Nehmen Sie mal ab. Ja. Wissen Sie, wir haben früher zusammengearbeitet, Bauingenieure. Das war eine schöne Zeit, bis es mit Martin bergab ging. Aber er hat nie aufgegeben. Zuletzt habe ich ihm noch diese Fuhre Mauersteine besorgt. Er wollte doch so gerne ein richtiges Klo haben. Das nenne ich Freundschaft. Ja, ich habe ihm auch mal Geld zugesteckt. Er hat gesagt, ich kriege alles auf Heller und Pfennig zurück. Zuletzt sagte er immer, Jost, du kriegst dein Geld mit doppelten Zinsen zurück. Als dann. Was machen Sie denn mit meinen Büchern? Wie heißt noch mal unser Gutachter bei Kopfverletzungen? Professor Gilsbach nehmen wir da am liebsten. Genau. Ich hätte gerne seine Meinung zu diesem Obduktionsbericht. Schicken Sie ihm doch bitte eine Kopie. Mhm. Was soll das denn werden? Ach, Herr Martinow meinte, das seien wichtige Beweise. Ich presse sie und juristische Bücher eignen sich dafür sehr gut. Das war schon immer schwere Literatur.
last thing. Ja, Markus, ich hatte mit meiner Vermutung recht. Ich weiß jetzt, warum Erla die Fotos gemacht hat. Erla wollte die Diefenbacher entführen und von ihrem steinreichen Ehemann Lösegeld erpressen. Das da und noch ein paar andere Sachen hat er in einem Versteck. Deswegen ist er so schnell vom Tatort weggerannt. Ja, er muss das Zeug dringend loswerden, sonst hätte er sich noch mehr belastet. Dass Herr Diefenbach ihn dabei gesehen hat, konnte er nicht ahnen. Für den Staatsanwalt ist das eine Steilvorlage. Der wird behaupten, Erla wollte Frau Diefenbach entführen, die hat sich gewehrt und er hat zugeschlagen. Kann sein, glaube ich aber nicht. Hast du was Besseres? Die Bölke, die versucht, was zu vertuschen. Was denn? Christine wollte sich darum kümmern. Ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt. Eine Vereinbarung zwischen Frau Diefenbach und Frau Bölke? Die sie vernichten wollte. Frau Bölke gibt hier zu, dass sie bei der Arbeit Geld unterschlagen hat. Was wir vermutet haben. Und hier unterschreibt Frau Bölke, dass sie sich wegen ihrer Spielsucht einer Therapie unterziehen will. Frau Diefenbach hat also davon gewusst. Aber warum hat sie die Bölke nicht angezeigt? Vielleicht wollte sie das ja, nur die Bölke ist ihr zuvor gekommen. Oder Frau Diefenbach hat irgendeinen Nutzen davon gehabt, Simone Bölke in der Hand zu haben. Warum schleppst du den Rechner zu mir? Na, wenn ich nicht mehr da bin, wirst du all die kleinen Helferprogramme gut gebrauchen können, die da drauf sind. Die werden aber nur noch halb so viel Spaß machen, wenn du nicht mehr da bist. Halb so viel? Wohin damit? Egal. So, und jetzt aber auf zum Abschiedsessen. Und diesmal lade ich dich ein. Ach, gerne. Komm. Guten Morgen, Christine. Morgen, Chef. Das hier sollten Sie gleich mal lesen. Dr. Diefenbach hat eine Patientin verprügelt. Das ist ja ein Ding. Ja, und nicht nur irgendwen, sondern Tanja Torso, die Tochter des Baulöwen. Schlimm für die Frau, aber gut für meinen Mandanten. Ehemann des Opfers gewalttätig, quasi ein Schläger. Das werde ich dem arroganten Staatsanwalt präsentieren. Ja, aber vielleicht sollten Sie vorher besser das Ergebnis der Röntgenuntersuchung lesen. Wieso, was steht drin? Herr Erle hat Einrisse am Knorpel der rechten Handknöchel, die von einem starken Schlag herrühren könnten. Mist. Da werde ich eine ganze Menge mit ihm zu besprechen haben. Sozialarbeiter, JVA Preungesheim. Ich betreue Martin Erle. Wann kann er denn mit dem Geld rechnen? Sonst muss er Privatinsolvenz anmelden. Tja, nach dem Auftritt hier ist er ja nicht mehr gekommen. Gut Stück. Er hat ihr Hausverbot. Der war aber auch aufsässig. Hat uns nicht nur hier aufgelauert, sondern er stand tatsächlich bei mir vor der Haustür. Er hat behauptet, dass ihm sein Geld vorenthalten wurde. Vorenthalten? So ein Quatsch. Na, die Staatsanwaltschaft wird es eh überprüfen. Ja? Herr Erler macht das Jobcenter mitverantwortlich. Insbesondere Sie und Frau Diefenbach. Mich? Spinnt ja wohl. Aber das haben Sie nicht von mir. Da habe ich jetzt das Problem. Herr Erler verfügt über kein Bankkonto und er hat keinen festen Wohnsitz. Deswegen hat er die Barschecks nicht erhalten. Eine Gartenlaube ist eben keine zustellbare Postadresse. Kann ich denn jetzt seine Schecks mitnehmen? Das würde ihm sehr helfen, seine Rechnung zu bezahlen. Mitnehmen? Wir sind hier eine Behörde. Und da brauche ich mindestens seine persönliche Unterschrift. Wieso will mein Mandant nicht mit mir reden? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Ich habe jetzt endlich den Aktenberg von Frau Diefenbach abgearbeitet. Oh, darunter Anweisungen über Barschecks. Und die faxe ich jetzt mal durch.
Etwas unternehmen, was an meiner Situation ändern. Irgendwie. Wissen Sie, wie das ist, wenn Sie einen Menschen, den Sie lieben, anderthalb Jahre nicht sehen können? Ihre Tochter. Ich hab's nicht mal ausgehalten. Dass ich dann die Diefenbach mit ihrem Mann sah, wie sie sich in diesen feinen Kreisen bewegten, lachend, unbeschwert. Da haben Sie beschlossen, Frau Diefenbach zu entführen. Es war alles gut durchdacht, aber... Plötzlich hat sie sich gewehrt und da haben Sie zugeschlagen. Nein, verdammt nochmal! Ich habe Ihnen doch gesagt, wie es passiert ist. Und warum? Hat die Untersuchung Ihrer Hände ergeben, dass Sie Haarrisse am Knorpel haben? Was weiß ich. Vielleicht habe ich mich im Garten verletzt. Glauben Sie ernsthaft, ich könnte eine Frau erschlagen? Vielleicht hat sie sich gewehrt und Ihnen ist die Sicherung durchgeknallt. Erler gibt zu, dass er Frau Diefenbach an den Park entführen wollte, aber er bleibt dabei, erschlagen hat er sie nicht. Er macht es dir wirklich nicht einfach, ihm zu glauben. Vielleicht sagt er auch einfach nur die Wahrheit. Vielleicht hat er alles nur geplant, aber nichts ausgeführt. Was ist denn mit der Frau Bölke? Sie ist zwar äußerst raffiniert, verschiebt und veruntreut Gelder, fälscht interne Anweisungen und lügt wie gedruckt. Aber zur Tatzeit war sie zocken. Oder eher Geld verlieren. Professor Gilsbach hat sich mal den Obduktionsbericht und die Bilder vorgenommen. Frau Diefenbach starb an den Folgen gezielter Schläge ins Gesicht. Worauf spielst du an? Gilsbach kommt zu dem Schluss, dass nur jemand mit ausgeprägter Kampfsporterfahrung diese Verletzungen beibringen konnte. Die hat Frau Bölke sicherlich nicht. Dann brauchten wir eigentlich nur jemanden zu suchen, der Erfahrung damit hat, und schon haben wir deinen Täter. Den hier sollten wir uns mal angucken. Der war immerhin am Tatort. Der Herr muss sich nicht ausweisen. Er ist mein Gast. Kommen Sie. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Verabredung mit dem Clubmanager. Sie müssen sich schon mit einem amtlichen Dokument ausweisen. Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle. Selbstverständlich. Reicht ein Führerschein? Ja. Danke. Gestatten, Behringer. Ich bin der Clubmanager. Angenehm. Wollen Sie mir bitte folgen? Gern. Sie werden es schätzen, wenn Sie erstmal Mitglied sind. Dann sind Sie unter Ihresgleichen. Bitte links. So, das ist jetzt hier ein Teil unseres Gastronomiebereiches. Unsere Sterneköche sorgen an 7 Tagen die Woche von morgens bis abends für Ihr Leibeswohl. Dann bitte folgen. Ach, der Doktor hat seine Praxis gleich im Hause. Das ist seine Kundschaft ja nicht weit. Die Praxis ist allerdings wegen einem Trauerfall zurzeit geschlossen. Ich hab's in der Zeitung gelesen, der arme Kerl. Im Übrigen verstehen wir Körper und Geist als Einheit. Wie zum Beispiel im Tai Chi, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich verstehe Sie. Hallo. Da ist nicht unbedingt alles echt. Aber gut gemacht. Bitte. Noch 7,5 Millionen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich bitte Sie. Der größte Teil ist doch bereits bezahlt. Das sehen Sie so. Wie soll ich eine so große Summe aufbringen? Das ist Ihre Angelegenheit. Sie ruinieren mich. Und was kostet der Spaß? 2.000 im Monat. Und eine einmalige Aufnahmegebühr von 20.000 Euro. Ich schlage vor, Sie schauen sich jetzt noch ein bisschen um und ich hole die Antragsformulare. Danke.
mich nicht. Die Zahlungen müssen doch irgendwann mal ein Ende haben. Es besteht überhaupt keine Veranlassung mehr, weiter an Sie zu zahlen. Wir haben Sie schriftlich, Utas Sterbeurkunde. Der bedauerliche Tod Ihrer Frau hat auf unser Geschäft keinen Einfluss. Was machen Sie hier eigentlich? Schnüffeln Sie rum? Einen Augenblick, bitte. Sie haben gesagt, ich soll mich umsehen, wenn ich Ihrem Club beitreten soll. Beitreten? Entschuldigen Sie, das ist lächerlich. Ich glaube kaum, dass ein kleiner, billiger Detektiv wie Sie es sind, sich unsere Beiträge leisten kann. Verschwinden Sie. Keine Vertraulichkeit. Lassen Sie mich eine Minute mit dem Herrn allein. Frau Torso hat Sie beauftragt, nicht? Sollen Sie mich ausspionieren? Warum sollte sie? Haben Sie was zu verbergen? Was soll das? Was wollen Sie damit andeuten? Andeuten? Ach, die ist doch völlig verrückt. Die hat doch mehr Zeit auf meinem Operationstisch verbracht, als auf der Schulbank. Wie meine? Wie ich das meine? Sie soll aufhören, Lügen über mich zu verbreiten. Sagen Sie ihr das sonst. Sonst? Was? Wollen Sie wieder losschlagen? Finger weg! Hier ist endlich das Ergebnis der DNA-Analyse. Das wird den Staatsanwalt nicht erfreuen. Keine eindeutige DNA-Übereinstimmung. Christine, beantragen Sie einen Haftprüfungstermin. Mach ich. Josef, was gibt's? Rausgeflogen, du. Ja, das hat sich aber gelohnt. Der Diefenbach hat sich null unter Kontrolle. Du hättest sehen sollen, wie der auf mich los wollte. Und gibt es Hinweise, dass er einem Kampfsport nachgeht? In dem Club machen die nur sowas wie Tai Chi. Sieht aus wie Ballett. Du, ich melde mich gleich wieder. Ich habe da noch eine interessante Spur. Bis später. Lars! Du wirst mich nicht fertig machen, du nicht. Was? Wovon redest du? Such dir einen anderen. Ich kann mir jederzeit woanders eine Praxis mieten. Ich brauch dich nicht. Weißt du eigentlich, wie verletzend du bist? Ich will dir doch nur helfen. Du mir? Und deswegen verbreitest du Lügen in der Presse? Was? Schau dich an. Nichts ist echt an dir. Du bist hohl. Künstlich, wie dein Körper. Mich ekelt vor dir. Aber du hast mich doch erschaffen. Hast du einen neuen Computer? Nee, den hat mir ein Jeschka hinterlassen. Du bist dran. Geht's jetzt wirklich zurück nach Polen? Ja, sie hat einen Job. Ist alles nicht ganz einfach für sie. Was hast du denn über Diefenbach rausbekommen? Lars Diefenbach war Leumunds Zeuge in einem Wirtschaftsprozess in Zürich. Und angeklagt war eine Uta Zurbring. Uta Zurbring? Ist das der Mädchenname von Frau Diefenbach? Genau. Sie soll ein Schweizer Unternehmen durch Fehlspekulation um 20 Millionen Franken gebracht haben. Dieser Typ, mit dem sich Diefenbach getroffen hat, der ist nach Zürich zurückgeflogen. Hast du auch einen Namen? Wo ist Bitterli? Bitterli? Ja. Der damalige Anwalt der Gegenseite, der hieß Bitterli. Dann hat das merkwürdige Verhalten von Diefenbach wahrscheinlich mit der Vergangenheit seiner Frau zu tun. Diesem Urs Bitterli will Diefenbach irgendwas nicht mehr zahlen, seit seine Frau tot ist. Dann hat er also einen finanziellen Vorteil durch den Tod seiner Frau. Warte ich mal, was das für einer ist. Und ob man deswegen seine Frau erschlägt. Was ist der denn um die Uhrzeit? Dr. Lessing? Dr. Lessing, hier ist Reichert. Ich rufe wegen Ihres Antrags auf Haftprüfung an. Wieso, fehlt Ihnen was? Nein, es geht um den Termin. Könnten Sie morgen um 10? Das ist sehr kurzfristig. Aber nächste Woche falle ich für ein paar Tage aus und dann ging es noch sehr viel später. Okay, dann morgen. Schönen Abend noch. Ja, danke Ihnen auch. Der Ermittlungsrichter hat den Haftprüfungstermin auf morgen 10 Uhr verlegt. Australien. Die meisten der hier lebenden Tiere gibt
haben. Ganz bestimmt. Ich bitte Sie vor allem, sich zu beherrschen. Der Staatsanwalt wird vielleicht versuchen, Sie zu provozieren. Dann keine emotionalen Ausbrüche oder sowas. Das ist ja schon gut. Ich reiß mich zusammen. Und sprechen Sie bitte nur, wenn Sie was gefragt werden. Das Reden übernehme ich. Wenn Sie meinen, gibt es eine Chance, rauszukommen? Natürlich. Somit hat Herrn Erlers Vermittlerin Leistungsbezüge zurückgehalten. Ach, schön und gut. Herr Kollege, was wollen Sie denn damit behaupten? Dass die harmlose Frau Bülke irgendwas damit zu tun hat? Ich stelle lediglich fest, dass es seitens der Behörde ein Verschulden gegeben hat, beziehungsweise seitens der Mitarbeiter. Und DNA-Spuren meines Mandanten liegen auch nicht vor. Ja, Moment. Was ist denn mit den Befunden der Handuntersuchung? Mein Mandant hat eine Gartenlaube. Und bei Gartenarbeit kann man sich leicht verletzen. Zudem liegt mir ein Gutachten vor, das zu dem Schluss kommt, dass die tödlichen Schläge nur von jemand ausgeführt werden konnten, der genau wusste, was er tat. Frau Diefenbach starb an den Folgen gezielter Schläge ins Gesicht. Die Wucht der Schläge und die Art der Ausführung lassen den Schluss zu, dass der Täter den Tod des Opfers bewusst in Kauf genommen hat. Schläge. So harte Schläge, wie sie von Kampfsportlern beherrscht werden. Ja, zum Beispiel. Oder von Soldaten, die im Nahkampf ausgebildet sind. Herr Erler, wollen Sie uns nicht allen berichten, zu welcher Einheit der Bundeswehr Sie gehörten? Worauf wollen Sie hinaus? Oh. Entschuldigen Sie bitte. Fallschirmjäger. Ja, genau. Und ich brauche Ihnen allen wohl nicht genauer erläutern, welche Nahkampfausbildung die Fallschirmjäger genießen. Ihr Mandant, Dr. Lessing, beherrscht so gut wie jede Kampftechnik. Und was ist mit dem Ehemann des Opfers? Gegen ihn wird zurzeit wegen Körperverletzung ermittelt. Und da wollen Sie häusliche Gewalt in der Ehe ausschließen? Ach, das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Die Ehe der Diefenbachs war sehr, sehr glücklich. Also, ich habe genug gehört. Für mich wurde in dieser Strafsache noch nicht genügend ermittelt. Sie sollten den aufgeworfenen Fragen von Dr. Lessing nachgehen. Ich möchte nicht in der Zeitung lesen, die Staatsanwaltschaft ermittelt einseitig. Allerdings bleibt immer noch Motiv, Vorbereitung, Gelegenheit und, wie wir jetzt wissen, auch die Fähigkeit zur Tat. Und das wiegt schwer. Sie müssen daher, Herr Erler, bis zur endgültigen Aufklärung in Untersuchungshaft verbleiben. Ja, Sie können mir offenbar nicht helfen. Sie sind noch nicht verurteilt. Der Ermittlungsrichter wollte auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher? Der hat's ja nicht mehr alle. Verdammt, ich hab das nicht getan. Ein wenig Geduld. Lassen Sie es gut sein. Ich brauche Sie und Ihre Gerechtigkeit nicht. Geben Sie jetzt nicht auf, Herr Erler. Wie ist es gelaufen? Erler bleibt in U-Haft. Scheiße. Kanzler Dr. Lessing, Wernstadt, guten Tag. Ja, einen Moment. Der Staatsanwalt. Was will der denn? Lessing? Was? Dass Erler auch noch abhaut, hätte ich nicht gedacht. Aber bei einer Großfahndung dürfte es ja nicht lange dauern, dann haben Sie ihn wieder. Oder Sie finden ihn nie. Denk an seine Ausbildung beim Bund. Christine? Ja? Hat sich bei Ihnen jemand gemeldet? Nein, niemand. Dann würde ich sagen, gehen Sie mal nach Hause. Wir müssen hier nicht zu dritt warten. Okay, danke. Dann bis morgen. Tschüss. Wiedersehen. Der Mann hat den Glauben in unser Rechtssystem verloren. Aber wo will er hin ohne Geld? Der hat einen Plan, garantiert. Wenn er zu seiner Tochter will, braucht er viel Geld. Das wird er sich irgendwo beschaffen.
Aber wie? Die bessere Frage ist, bei wem? Diefenbach? Der hätte die Knete. Haben Sie den geschrieben? Haben Sie das Geld dabei? Wie soll ich denn so schnell an so viel Bargeld kommen? Was? Genau der gleiche Jogginganzug wie neulich. Ach so. Stimmt. Lustig. Dabei habe ich doch so viel verschiedene. Und was sagen Sie? Runde 500.000? Mein Schweigen ist Ihnen 500.000 Euro wert. Ja. Ich bekomme dann aber auch einen Beweis, dass unser Deal gilt. Und ich packe noch mal 100.000 Euro drauf, wenn Sie Dr. Diefenbach irgendwie belasten. Seit gestern hier nicht mehr gesehen. Ganz sicher. Und was geht mich das an? Soll sie doch sein, wo sie mag. Aber Sie haben doch so ein gutes Verhältnis zu ihr. Nochmal, ich weiß es nicht, wo sie ist. Ich will es auch nicht wissen. Guten Tag. Guten Tag. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Ich fühle mich in dieser Gegend einfach sauwohl. Schönen Tag noch. Markus? Wir hatten recht. Erna hatte einen Plan. Und ich ahne inzwischen auch schon welchen. Markus, ich habe Erla. Nein, das geht nicht. Ich muss erst mal dafür sorgen, dass er in die Klinik kommt. Nennen Sie, er hat sich freiwillig gestellt? Der Mann war völlig verzweifelt. Er wollte den Täter selber suchen. Das ist Ihre Interpretation, Herr Anwalt. Sagen Sie, es interessiert Sie gar nicht, wie es dem Mann geht. Doch, sicher. Ich vermute, ganz in Ordnung. Sonst hätte man ihn wahrscheinlich im Krankenhaus behalten. Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe? Was will Ihr Mandant mit solchen Aktionen überhaupt erreichen? Es ist dumm. Es ist außergewöhnlich dumm. Er hat das Vertrauen in die Justiz verloren. Er hat keine Chance mehr für sich gesehen. Hier, es gibt einen Abschiedsbrief an seine Tochter. Rührend. Sehr rührend.
schon wieder. Glaub nicht, was hier los war. Ich hab's gehört. Tut mir leid für ihn. Eigentlich wollte ich hier gerade ausmessen. Darf ich trotzdem? Machen Sie. Übrigens, was ist denn das für eine Karte hier? Ach, das ist Martins letzte Erinnerung. Das war sein letzter Job. Hat das mit seinem Beruf zu tun? Ja, ja, er hat das Gelände erschlossen. Leider ist die Firma dann pleite gegangen. Sag mal, was bedeutet das hier oder das? Naja, das sind Symbole für Hohlräume, Kavernen und Zisternen, Abwasserschächte, Versorgungskanäle, Bodenbeschaffenheiten und so. Ah ja. Gerichte handeln parteiisch, mir widerfährt hier kein Recht. Das ist es, was Sie denken. Es ist doch so. Der Richter, der Staatsanwalt. Das waren juristische Gefechte. Das ist eine Art Wettstreit, das gehört dazu. Ein Scheißspiel. Ich wollte nur noch raus. Ich sag Ihnen was. Sie haben keinen Jogger gesehen, Sie haben eine Joggerin gesehen. Frau Tanja Torso. Der hatten Sie nämlich aufgelauert. Diese Reiche. Diese Arroganz. Die glaubt, sie kann alles kaufen mit ihrem Geld. Sie sollte mal fühlen, wie es ist, ohnmächtig zu sein. Nichts zu haben. Was haben Sie mit ihr gemacht? Wo ist Frau Torso? Ich sitze richtig in der Scheiße. Ich werde Lilly... Sie werden Ihre Tochter viel schneller wiedersehen, wenn Sie mir sagen, wo Frau Torso ist. Es ist jetzt eh schon zu spät. Markus? Ich weiß. Ich bin schon da. Ja, dann beeil dich. Ich sehe mich inzwischen um. Da drin, fass mich da an. Lars Tiefenbach hat also diese nicht unerheblichen Summen als Vergleich für die Schädigungen, die seine Frau begangen hat, bezahlt. Nun, so eine Ehe wünschen wir uns wohl alle. Was sagt das Vernehmungsprotokoll von Frau Torso? Sie gesteht den Mord an Uta Tiefenbach. Ich war sein Geschöpf und wollte ihn nur für mich. Ja, die Liebe. Inzwischen wissen wir auch, dass sich das blaue Auge beim Kampfsporttraining zugezogen hat. Hat Fitness gemacht. Sie können von Glück sagen, dass diese ganze Sache so glimpflich ausgegangen ist. Um eine Anklage wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung werden Sie aber nicht rumkommen. Mein Mandant weiß das. Er will die Konsequenzen tragen. Na, wenn das mal nicht ist. Wie
sieht's aus? Kriegst ihn frei? Er hat schon einiges angestellt. So schnell geht's nicht. Es wird eine Hauptverhandlung geben, aber sieht gut aus. Und die Tochter? Wird er sie wiedersehen? Die wird ihn besuchen. Schau mal, wer da auf dich wartet. Agnieszka. Ach Mensch, ist das die Stunde der Wahrheit. Ach, schade.